Guten Morgen, Sebastian. Ja, guten Morgen, Herr Dr. Jentsch. Entschuldigen Sie die Störung. Ich weiß, Sie sind wahrscheinlich noch beim Joggen. Ja, was gibt's denn? Ich bin in der Kanzlei. Die Eingangstür stand offen und es brannte Licht. Ja, dann machen Sie es halt aus. Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist Marco. Marco Rehm ist tot. Wie bitte? Ja? Guten Morgen, Frau Stockel. Guten Morgen, Herr 80er. Ich dachte, Sie seien schon längst in München beim Juristentag. Nein, aber quasi schon auf dem Sprung. Ich hätte noch was erledigen müssen, was ich gestern nicht mehr geschafft habe. Ja, aber einen Kaffee trinken schon noch mit, oder? Nein, leider keine Zeit. Wiederschauen, Frau Stockel, und einen schönen Tag ohne Chef. Und passen Sie auf, dass er noch nicht langweilig wird. Das glaube ich kaum, Herr 80er, aber hören Sie, geht schon los. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Leich. Ja, das sind Sie bei mir richtig, Herr Burger. Moin, Marie. Moin, Hartl. Kaffee? Gern. Komisch. Stimmt was nicht mit deinem Handy? Ach nein, ich wundere mich über die Funkstille. Also, ich habe Empfang. Nein, ich meine, dass der 80er sich noch nicht gemeldet hat. Danke. Es geht um die Ausstellung in der Musikakademie. Die Daritz hat eine völlig überzogene Kalkulation vorgelegt und der 80er wollte deswegen noch mal mit ihr reden, um ihr klarzumachen, dass das so nicht geht. Aber bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldung gekriegt und die Ausstellung wird morgen schon eröffnet. Ja, dann, wieso rufst du nicht an, ein 80er? Du, bloß keine schlafenden Hunde wecken, sonst hab ich am Ende die Daritz noch am Hals. Schau. Na, dein Handy, Hartl. Stockel oder meine Frau? Stockel. Grüß dich, Stockel. Hartl, es gab an der Leiche zwar in der Grabengasse 3, Kanzlei Dr. Jentsch. Ja. Der Mohr und die Frau Dr. Eckstein sind schon vor Ort und am Hansen sag ich Bescheid. Ja, ist recht. Ich bin schon unterwegs, aber Tofrin möchte ich noch sprechen. Okay. Grüß Sie, Frau Stockel. Grüß Sie, Frau Hofer. Wie geht's normalerweise? Ja, mal gut, wie immer, viel Arbeit. Aha. Und der Herr 80er? Der Herr 80er ist im Stress. Wegen der Frau Daritz? Na, wegen der Juristentagung in München. Gestern hat er eine Sitzung nach der anderen gehabt. Ach, drum habe ich noch nichts von ihm gehört. Und wie geht's Ihnen? Auch mal. Sie, ich glaube, der Hartl möchte sein Handy wieder haben. Was halten Sie davon, wenn wir heute Mittag zusammen essen? Dann können wir in aller Ruhe weiterratschen. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Frau Hofer. Sagen wir um 12 Uhr? 12 Uhr, Times Square? Ja, perfekt. Bis später. Wiederhören. Guten Morgen, Frau Stockel. Ach, guten Morgen, Herr Seitz. Stört Sie, wenn ich bei Ihnen frühstücke? Ich habe Ihnen noch ein Croissant mitgebracht. Oh, das ist aber nett. Brauchen Sie wieder Kleingeld für einen Kakaoautomaten? Unbedingt. Ich hatte heute noch keinen. Gab's in der Pension Daritz wieder kein Frühstück? Ja, wegen der Ausstellung in der Musikakademie. Frau Daritz redet schon seit Tagen von nichts anderem. Heute wird ja groß aufgebaut. Ja, da hoffe ich mal, dass wir nicht mithelfen müssen, gell? Ich bin ja mal kurz beim Automaten. Ja. Frau Daritz. Hallo, Frau Stockel. Ich brauche jemanden, der mir sagen kann, ob meine Ausstellung in der Musikakademie wirklich sicher ist. Entschuldigung, Frau Daritz, aber in der Musikakademie, da haben schon ganz andere Ausstellungen stattgefunden. Ihr Wort in allen Ehren, Frau Stockel. Aber das wüsste ich doch dann ganz gerne von einem Fachmann. Ja, und wie schaut für Sie ein Fachmann aus? Vielleicht jemand, der sich mit Diebstahlschutz, mit Fenstern und Türen und so weiter auskennt. Da muss doch irgendjemand geben in Ihrem Hause. Wie lange brauchst du denn noch, Josef? Bin ja fertig. Na, wunderbar. Ach, wissen Sie was, Frau Stockel? Im Prinzip können Sie mir gleich jemanden vorbeischicken. Ja, aber... Bitte, Frau Stockel, der Herr 80er hat mir... jede Hilfe zugesichert, die ich für meine Ausstellung brauche. Und jetzt brauche ich eben einen Sicherheitsexperten. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Daritz. Mann! Habe ich was verpasst? Die Daritz besteht auf einen Sicherheitsexperten für ihre Ausstellung. Und ich weiß nicht, aus welchem Hut ich den zaubern soll. Tja, ich habe leider auch keinen... Aber vielleicht können wir das ja auch anders lösen. Herr Stockel, Christi, was gibt's? Sag einmal, Michi, wo steckst denn du gerade? Ich bin am Tatort, wieso? Morgen ist doch die Ausstellung da in der Musikakademie und die Frau Daritz hat Angst, dass ihre Mütter geklaut werden. Sie möchte gern mit einem Sicherheitsexperten noch mal durchgehen. Also der 80er hat ja nämlich alle Hilfe zugesagt. Ja, soll ich das jetzt übernehmen?
Michi, du weißt doch, wie das geht. Lass einfach deinen Schaum spielen. Im Grunde genommen geht's nur darum, dass man ihr die Sorge nimmt. Ja, Stuckel, ist mal. Aber ich kann jetzt da nicht weg, weil der Hartl und der Hansen sind noch gar nicht da. Du musst ja nicht gleich springen, wenn die Alte pfeift. Aber lass dir bitte nicht allzu lange Zeit, ha? Einmal ein Wort. Was steht an? Die Stuckel, die Frau Stuckel. Ich meine natürlich, was unseren Toten angeht. Also ja klar. Stuckel, ich muss jetzt leider Schluss machen, gell? Ja, aber kann ich mich auf dich verlassen, falls der 80er fragt? Ja, ich werde mich darum kümmern. Gut, Ende, Servus. Der Tote ist der Marco Rehm, 41 Jahre alt, ledig. Ah ja. Schönen guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Hansen. Da. Also, der Herr Rehm, der hat hier gearbeitet als Anwalt für einen Herrn Dr. Jensch. Und gefunden hat ihn ein gewisser Sebastian Burger, ein Kollege, heute in der Früh um 8. Gibt es Hinweise auf einen Einbruch? Nein, haben wir noch nichts gefunden. Was wir allerdings gefunden haben, das ist das. Was ist das? Eine Teilnehmerurkunde vom Rosenheimer Stadtmarathon. Mhm. Der Herr Rehm ist 68. geworden. Und das ist voll super, wenn man bedenkt, dass da über 3000 Läufer mitgelaufen sind. Aus aller Herren Länder. Das klingt ja gerade so, als wären Sie mit dabei gewesen, Herr Mohr. Jawohl, ich bin ja dabei gewesen. Ich habe Streifenwagen, ich habe die Kreuzung gesichert. Ernst, wegen der Frau Stockel. Guten Morgen, mein Land. Auch schon da, Herr Kollege. Was Sie hatten? Guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Was haben wir denn? Einen toten Anwalt haben wir. Am Rosenheimer Stadtmarathon hat er teilgenommen. Marco Rehm heißt er. Herr Hansen, wegen der Frau Stockel. Ja, das hat ja wohl Zeit, Herr Mohr, ne? Ladies first. Frau Dr. Eckstein, erzählen Sie mal. Ja. Schlag mit einem stumpfen Gegenstand, wobei der Täter möglicherweise zweimal zugeschlagen hat. Vielleicht wollte er auf Nummer sicher gehen. Vielleicht. Nach der Obduktion wissen wir mehr. Tatzeit war auf jeden Fall gestern Abend zwischen 20 und 20.30 Uhr. Ah ja. Herr Mohr, hören Sie sich doch mal bitte in meinem Haus um, ob irgendjemand was Verdächtiges gesehen oder gehört hat. Will ich gerne machen, aber nicht jetzt. Jetzt muss ich in die Musikakademie und die Frau Daritz beruhigen. Sie müssen was? Das möchte ich Ihnen schon die ganze Zeit erklären. Ja, dann erklären Sie es doch. Ich muss in die Musikakademie, weil Frau Daritz hat dort eine Ausstellung. Und jetzt hat sie Angst, dass sie irgendwer ein Büttel wegnimmt. Und gerade du sollst dir die Angst nehmen. Hartl, wenn du mit der Frau Daritz reden möchtest, gerne? Nein, gewiss nicht. Stopp, weiß Herr 80er von der Aktion? Deswegen haben wir doch den ganzen Schmarrn. Der Herr 80er hat das mit der Frau Daritz ausgemacht. Jawohl. Wann sehen wir die wieder, Michi? Das weiß ich noch nicht. Das kommt davon, was die Frau Daritz von mir möchte. Herr Mohr. Was ist denn? Eine Frage noch. Der Herr Burger, der die Leiche gefunden hat. Hat eine Besprechung mit dem Herrn Dr. Jensch und der Herr Dr. Jensch ist da drin. Verzeih. Danke, viel Glück. Wiedersehen. Herr Dr. Jensch, was sagen wir den Markus Mandanten? Ja, auf keinen Fall, dass er ermordet wurde. Immer schön den Ball flach halten, Sebastian. Und fragen Sie bei der Kripo nach, wenn wir wieder Zugang zu Herrn Rehms Büro haben. Bis Gott. Grüß Gott. Hartl, mein Name. Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege, der Herr Hansen. Tag. Darf ich vorstellen, Herr Burger? Hallo. Sie. Grüß Gott. Und ich bin Wolfgang Jensch, der Inhaber der Kanzlei. Aber bitte, nehmen wir doch Platz. Danke. Also, wenn Sie nichts ausmacht, würden wir Sie gerne getrennt voneinander befragen. Herr Hartl, Sie, Herr Dr. Jensch und ich, Sie, Herr Burger. Ja, natürlich. Wie Sie wollen. Ja, gehen wir in mein Büro. Gut. Ja, bitte. Darf ich fragen, welchen Hintergrund diese Maßnahme hat? Ja, der Herr Rehm ist gestern zwischen 20 und 20.30 Uhr ermordet worden. Und weil wir keine Hinweise auf einen Raubmord gefunden haben, müssen wir davon ausgehen, dass es jemand auf ihn persönlich abgesehen hat. Ach, Sie meinen, bitte setzen Sie sich. Sie meinen, es war jemand aus der Kanzlei? Zum Beispiel. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Herr Rehm war bei allen seinen Kollegen sehr beliebt. Bei Ihnen? Nicht. Ich habe andere Prioritäten. Also für mich zählt vor allem, wie jemand seinen Job macht. Und als Anwalt, mit wem hat er das so zu tun gehabt? Hauptsächlich mit mittelständischen Unternehmen. Wir sind eine reine Wirtschaftskanzlei. Schwerpunkt Arbeits- und Steuerrecht. Also wenn es da irgendwelche Probleme gegeben hätte, wüsste ich das. Herr Jensch, jetzt muss ich Sie noch fragen, wann Sie den Herrn Rehm das letzte Mal lebend gesehen haben. Ja, gestern, beim Marathon. Da haben Sie zurückgeschaut. Sehe ich so aus, als würde ich am Rand stehen und Fähnchen schwenken? Wir sind jedes Jahr beim Stadtmarathon dabei. Der Dr. Jensch, Marco Rehm und ich. Ganz schön sportlich für eine Anwaltskanzlei. Es liegt an Herrn Dr. Jensch. Er legt großen Wert auf körperliche Fitness. Und er sucht sich seine Mitarbeiter entsprechend aus. Mhm. Was war denn nach dem Marathon? Da sind wir alle nach Hause. Gab es keinen Umtrunk mit den Kollegen, mit dem Dr. Jensch? Nein, da waren wir alle viel zu ausgepowert. Der Herr Rehm ist ja trotzdem später noch mal ins Büro gegangen. Gab es denn da einen bestimmten Grund?
Also Marco, ich meine Herr Rehm, er hat gerne abends gearbeitet. Deshalb habe ich mich ja auch gewundert, warum heute Morgen im Büro Licht brannte. Also normalerweise war der nie so früh da. Mhm. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer das getan haben könnte? Nein. Also Marco, Marco war ein ziemlicher Aufreißer. Also vielleicht hat es irgendwas mit seinen ganzen Frauengeschichten zu tun. Mhm. Wissen Sie da genaueres? Also, ich habe nur mitgekriegt, wie er immer wieder mit diversen Frauen telefoniert hat. Aber fragen Sie mal Larissa. Larissa Pohl. Die kann Ihnen bestimmt mehr erzählen. Larissa Pohl. Frau Pohl hat bis vor kurzem ebenfalls in der Kanzlei gearbeitet, als Assessorin von Dr. Jentsch. Mittlerweile ist sie zu seiner Verlobten aufgestiegen und kümmert sich jetzt hauptberuflich um die anstehenden Hochzeitsfeierlichkeiten. Aha. Und diese Frau Pohl, was hatten die mit dem Herrn Rehm zu tun? Ja, also angeblich waren die nicht nur Kollegen, ne? Die kannten sich wohl auch privat ganz gut. Der Burger hat mir ihre Telefonnummer gegeben, ich rufe sie gleich mal an. Ah ja, und ich rufe mich auch. Nicht, dass der uns bei der Musikakademie verschütt geht. Ja, moin. Michi, servus. Hartl, was ist? Ja, und wie schaut's aus? Was sagt's unsere Frau Daritz? Die Frau Daritz, die ist noch gar nicht da. Ja, die ist nicht da. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn's nach der Stockel geht, müsste sie schon längst da sein, aber sie ist halt nicht da. Du, warte mal schnell. Hartl, ich melde mich. Ende. Grüß Gott, Herr Daritz. Der Herr Mohr. Wo ist denn deine Frau? Die ist in der Pension, aber die kommt demnächst nach. Wieso? Nein, aber ich soll sie sicherheitstechnisch beraten. Kleine Frage, wann genau ist denn demnächst? Das weiß man bei meiner Frau nie so genau. Aber eins kann ich sicher sagen, wenn sie dann kommt, dann ist besser mehr schon da. Schon. Ja, das sind jetzt wohl die Bilder, um die es geht. Die wünschen die dann eigentlich? Ich lasse mich gern beraten. Ja, rein sicherheitstechnisch würde ich sagen, so schnell wie es geht. Sicherheitstechnisch? Packen wir's. Wieso wir? Sag's doch. Schneller ist besser. Sicherheitstechnisch. Hallo, Frau Stockel. Grüß Sie, Hansi. Folgendes, haben Sie, wo wollen Sie hin? Ich bin mit der Frau Hofer zum Mittagessen im Times Square verabredet. Ach, wie gern würde ich Sie begleiten. Hab aber leider schon was ganz anderes vor. Sagen Sie, ist denn die Anrufliste von Herrn Rehms Handy schon da? Selbstverständlich. Liegt auf Ihrem Schreibtisch. Ja, danke. Ja? Grüß Gott. Guten Tag, Frau Pohl nehme ich an. Dann sind Sie Hansen. Hier bin ich. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Dann gehen wir doch rüber in mein Büro. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Das ist bestimmt interessanter als ein Teller Nudeln im Times Square. Also das ist doch selbstverständlich leider rein beruflich, Frau Stock. Ich wünsche auch guten Appetit. Ihnen auch. Gruß an Frau Hofer. Mach ich. Herr Burger sagte, Sie hätten Herrn Rehm näher gekannt. Wir waren befreundet, ja. Nur befreundet oder lief da mehr? Wie kommen Sie auf die Idee? Herr Rehm hatte angeblich Affären. Aber nicht mit mir. Das heißt, Marco, ich meine, Herr Rehm hat's mal versucht, aber ich habe ihm ziemlich schnell klargemacht, dass zwischen uns nichts läuft. Weil Sie mit Herrn Dr. Jentsch liiert sind. Außerdem war Marco nicht mein Typ. Nicht Ihr Typ. Wessen Typ war er denn? Ich meine, mit wem war er so zusammen? Marco hatte ständig eine andere. Irgendwann hat mich das nicht mehr interessiert. Wieso? Naja, könnte ja sein, dass eine der Damen eifersüchtig war. Hm? Ist Ihnen da mal was zu Ohren gekommen? Nein. Nicht. Wann haben Sie Herrn Rehm das letzte Mal gesehen? In Wien, letzte Woche. Herr Rehm und ich hatten dort geschäftlich zu tun. Ich dachte, Sie arbeiten gar nicht mehr in der Kanzlei. Das war sozusagen meine letzte Amtshandlung. Wolfgang, ich meine, Herr Dr. Jentsch war verhindert. Herr Rehm und ich sind für ihn eingesprungen. Wie lang ging diese Geschäftsreise? Was spielt das denn für eine Rolle? Wenn Sie bitte einfach nur meine Frage beantworten würden, wäre das nett. Wir sind am Donnerstag hin und am Freitag wieder zurück. Zwischendurch war ein Meeting nach dem anderen. Ich bin um 22 Uhr todmüde in mein Hotelbett gefallen. Und Herr Rehm in seins? Was glauben Sie denn? Ich spring doch nicht mit Herrn Rehm in die Kiste, wenn ich am nächsten Samstag Herrn Dr. Jentsch heirate. Außerdem sagte ich doch bereits, Marco war nicht mein Typ. Genau. Frau Pohl, sagen Sie, wo waren Sie zur Tatzeit gestern Abend zwischen, sagen wir mal, 20 Uhr und 20.30 Uhr?
Zu Hause. Bei Herrn Dr. Jentsch? Nein, bei mir zu Hause. Also, was ist jetzt mit der Frau Daritz? Also, sie wollte für ihre Ausstellungseröffnung ein Gourmet-Buffet vom Feinkost Huber. Das wundert mich überhaupt nicht so richtig, wie sie die nimmt. Da habe ich auch noch eine schöne Geschichte für sie, aber erst ihre. Naja, um es kurz zu machen, der 80er wollte ihr den Huber ausreden und stattdessen den Joe vorschlagen. Okay. Aber der nimmt ja auch sein Geld. Aber immer noch günstiger als der Huber. Und oh Wunder, Frau Daritz scheint den Vorschlag akzeptiert zu haben. Und was war jetzt bei Ihnen? Naja, sie hat mich vorhin angerufen und hat nach einem Sicherheitsexperten gefragt. Sicherheitsexperte? Was soll denn jetzt der Schmarrn? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Zumal. Sie, ich mag's gar nicht hören, sonst muss ich mich bloß wieder aufregen. Und ich mag mich nicht aufregen, weil der 80er mir versprochen hat, dass er sich um die Frau Daritz kümmert. Ach, hat er sich eigentlich in der Zwischenzeit einmal gerührt? Wer, der 80er? Mhm. Bei mir nicht. Hm, wenn das einmal gut geht. Josef? Ja, hier ist ja noch rein gar nichts passiert. Oh. Und, was machen Sie überhaupt hier, Herr Mohr? Der Herr Mohr hat mir geholfen, die Bilder reinzutragen. Ja, deswegen bin ich nicht da, gell? Liebe Frau Daritz, Sie haben doch mit der Frau Stuckel telefoniert wegen der Sicherheit von Ihrer Ausstellung. Ich kann Sie vollkommen beruhigen. Ah, Sie wollen mich beruhigen? Ja. Gut, dann verraten Sie mir doch bitte mal, wo sind die Spots für die Lichtinstallation? Hm? Wo sind die Tische fürs Catering? Das hatte ich doch alles mit Herrn 80er besprochen. Na ja, dann wird schon kommen, wie Sie das mit dem Herrn 80er besprochen haben. Ja. Und wann, bitte schön? Die Eröffnung ist in 24 Stunden. Ich sollte bitte 24 Stunden. Da kann noch so viel passieren. Hm? Ja, wie wär's, Herr Mohr? Nebenan gibt's eine großartige Bauernsulz. Eine Bauernsulz? Aber du kannst doch jetzt nicht ans Essen denken. Josef, wo hier noch kein einziges Bild hängt. Haben Sie schon bewegt? Ja, ich hätte gern die Pasta von der Tageskarte. Hm? Und ich einen gemischten Salat, bitte. Heute keine Nudeln, Frau Stuckel? Frau Hofer, ich muss ein bisschen aufpassen. Gehen's, Frau Stockler, eine Frau mit ihrer Figur muss sich doch vom Teller Nudeln nicht fürchten. Es sind nicht nur die Nudeln, es sind auch die Zwischenmahlzeiten. Der Salz ist gerade mit dem Croissant vorbeigekommen. Das ist aber nett. Ja, rein platonisch. Also in der Pension Daritz ist das Frühstück wieder ausgefallen. Genau. Jetzt erzählen Sie mal die Geschichte. Also die Frau Daritz ruft mich an, weil sie einen 80er nicht erreicht hat. Ja, schafft Moment dann, Frau Stockler. Ui, wenn man von Daifi redet, die Daritz. Oh mei. Ja. Grüß Sie, Frau Daritz. Na, Gott sei Dank, dass ich wenigstens Sie erreiche. Was ist denn passiert? Ich komme hier in die Musikakademie und denke, mich trifft der Schlag, weil noch nichts vorbereitet ist. Ja, man denkt, Sie haben schon alles mit meinem 80er besprochen. Ja, umso weniger verstehe ich, dass hier nichts vorbereitet ist. Also, Sie müssen unbedingt in die Musikakademie kommen, Frau Hofer. Ja, aber... Also, dann bis gleich, ja? Auf Wiederhören. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt hab ich die Daritz an der Backen, nur weil der 80er in München ist. Ja, was wollt's denn schon wieder? Sie will, dass ich in die Musikakademie komme. So, einmal die Pasta von der Tageskarte und einmal der Salat. Okay. Oh, das schaut aber gut aus. Ach, mei, ich hätte nicht 10 Minuten später auch auf Kinder die Bläde kurz, aber gar keine Lust mehr auf die Nudeln. Soll ich die essen? Ich hab mir gedacht, Sie wollen abnehmen? Naja, Sie opfern sich für die Frau Daritz und ich opfer mich für die Nudeln. Gut. Danke. Herr Kollege, haben Sie einen Hunger? Ich habe was mitgebracht. Ja, servus, Herr Kollege. Was gibt's Neues? Wurstzimmer und Kaffee. Ja, ich meine natürlich so. Na, ich habe mich umgekehrt in dem Haus. Problem? Alle Nachbarschaftsbüros waren zur Tatzeit nicht besetzt. Aha. Also hat niemand was Verdächtiges gesehen oder gehört? Nein. Kaffee? Ja. Und dann bin ich, weil ich schon einmal dabei war, und dafür könnten Sie mich loben, mit der Spusi in Herrn Rehm seine Wohnung und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Gut, gut. Und? Auf dem Anrufbeantworter ist einiges aufgelaufen. Da haben in 10 Stunden 4 verschiedene Frauen drauf gesprochen. Eine Chiara, eine Johanna, eine Simone und eine, die sich mit Schnuckiputzi gemeldet hat. Könnte es sein, dass eine dieser Schnuckiputzis sauer auf Herrn Rehm war? Milch? Zucker? Ja. Nein, hat eher so geklungen, wie wenn sie alle sehnsüchtig auf einen Rückruf vom Herrn Rehm warten. Also, insofern sie nicht inzwischen erfahren, was passiert ist.
Die Frau Pohl, was ist mit der? Frau Pohl. Frau Pohl war letzte Woche mit Herrn Rehm in Wien auf Geschäftsreise. Plus eine Nacht im Hotel. Also, ich meine, der kann bloß Kaffee sein. In dem Fall hätte Herr Dr. Jentsch natürlich ein Motiv: Eifersucht. Aber Frau Pohl bestreitet es und möglicherweise hat die Tat ja auch einen ganz anderen Hintergrund als Herrn Rehms Liebesleben. Wer da wäre? Herr Rehm hat circa eine Stunde vor seinem Tod eine SMS an Sebastian Burger geschickt. Wo habe ich's? Hier habe ich's. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hm? Wer meint denn das? Ja, das wüsste ich auch gern. Ich rufe gleich mal Sebastian Burger an, dass der hier antanzt. Wo ist denn Stockel? Die ist in der Mittagspause. Aber die kann etwas länger dauern. Der 80er ist nämlich nicht da. Ach, sauber. Zieh ich das recht, dass wir die Einzigen sind, die arbeiten? Der 80er nicht da, der Stockel nicht da und der Morgen glänzt auch durch Abwesenheit. Oder hab ich was verpasst? Ich dachte, er wollte sich bei Ihnen melden. Ich meinte, der ist längst wieder da. Glaubst du das? Jetzt kann er was erleben. Wenn du denn alles selber machst. Hartl, was gibt's? Ja, was ist denn los? Ja, gemeint, du meldest dich. Ich bin doch in der Musikakademie, musst du recherchieren. Recherchieren? Hartl, bis ich dir das Ganze erklärt hab, ich bin bereits auf dem Weg des Kommissariats, das sehen wir uns eh gleich. Servus, Ende. Grüß Gott, Frau Marie. Ja, Herr Michi, was machen Sie denn? Ich hab bereits alle Fenster und Türen gecheckt, wir haben nicht viel Zeit, aber Sie können sich jederzeit auf mich verlassen, wir haben nämlich eine Leiche auch noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Grüß Sie, Frau Daritz. Kann es sein, dass ich gerade dem Herrn Mohr begegnet bin? Ach, der Herr Mohr, ja, der ist dabei, die Musikakademie sicherheitstechnisch zu optimieren. Der Mohr macht was? Naja, was er genau macht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Hauptsache, er macht schnell, denn wie Sie sehen, sind wir schon dabei, die Bilder aufzuhängen. Ist grad? Josef, du, sei doch so lieb und mach eine Pause, solange ich mit der Frau Hofer spreche, ja? Mit dem größten Vergnügen, Liebling. Ich bin bei der Sulz. Doch, aber in einer halben Stunde bist du zurück. Ja, ja. Wo drückt denn jetzt der Schuh, Frau Daritz? Hofer, an allen Ecken und Enden. Wie soll's denn hier jetzt weitergehen? Wann kommen die Spots für die Lichtinstallation? Wann kommt Feinkost Huber? Servus, Marie. Grüß dich, Joe. Grüß Gott, Frau Daritz. Ja, jetzt wollt ihr mal schauen, wie weit ihr schon seid. Ich meine, das ist ja ein opulenter Raum hier, gell? Mhm. Habt ihr euch schon überlegt, wie das Catering-technisch morgen ausschauen soll? Moment, da muss ein Missverständnis vorliegen. Das Catering macht Feinkost Huber und nicht das Time Square. Der Huber? Er nicht. Weil mich der Herr 80er vorgestern persönlich engagiert hat. Und wieso weiß ich davon nichts? Ach, der Herr 80er, können wir ihn ja gleich selber mal fragen. Hallo, Herr 80er. Frau Hofer. Folgendes, ich habe jetzt die Frau Daritz schon mehrfach auf der Mailbox gehabt und habe jetzt echt gar keine Zeit. Vielleicht könnten Sie das übernehmen und nachfragen, was sie will? Das ist nicht nötig, Herr 80er. Die Frau Daritz steht nämlich gerade neben mir zusammen mit dem Herrn Kaspar. Ja, das trifft sich sehr gut. Und falls es irgendwelche Fragen gibt, zwecks Catering, das können Sie gern selber übernehmen. Grüß Gott, Herr Dr. Froschauer. Ja, ich muss jetzt leider Schluss machen. Ich melde mich dann. Ja, das war ja ein eher kurzes Telefonat. Ja, Herr 80er lässt Sie ganz herzlich grüßen und bittet um Verständnis, dass er aus terminlichen Gründen nicht persönlich hier sein kann. Und was heißt das jetzt? Also, Sie müssen jetzt schon langsam wissen, ob ich das Catering mal mache oder nicht. So. Und was ist mit den Spots? Meine Frau Daritz, der Herr 80er hat Ihnen doch bestimmt gesagt, dass es an Ihrem Ausstellungskonzept ein paar Abstriche geben muss. Also auf die Lichtinstallation bestehe ich. Diese Bilder hier, die müssen optimal ausgeleuchtet werden. Oder wollen Sie sich vor einer Koryphäe wie Professor Vorbach blamieren? Der kommt zur Vernissage? Ja, ich habe ihn ja eingeladen. Aber ob er jetzt kommt, ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Doch. Was halten Sie davon? Sie hängen weiter Ihre Bilder auf, ich telefoniere ein bisschen und heute Abend treffen wir uns alle im Times Square, um das Catering und was auch immer in aller Ruhe zu besprechen. Hm? Das heißt, Feinkost Huber ist bereits gestorben. Seien Sie froh, der Huber ist eh total überschätzt und außerdem viel zu teuer. Herr Burger, der Herr Rehm hat Ihnen eine Stunde vor seinem Tod eine SMS geschrieben. Hm? Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Also, haben Sie schon gelesen? Ja, natürlich habe ich sie gelesen. Wundert Sie das? Ja, schon. Sie haben nämlich heute Morgen mir gegenüber nichts davon erwähnt. Es ist doch nur ein dummer Spruch.
Was hat denn das mit Markus Tod zu tun? Auch ein dummer Spruch braucht seinen Anlass. Warum ist denn dabei gegangen? Also, ich vermute, dass Marco Rehm mir damit zum Ausdruck bringen wollte, dass er das Rennen macht. Sie meinen einen Marathon? Nein. Ich glaube, er meinte das Rennen um Herrn Dr. Jentschs Nachfolge. Herr Dr. Jentsch heiratet nicht nur, er zieht sich auch aus dem operativen Tagesgeschäft zurück. Das heißt, er bleibt zwar Inhaber der Kanzlei, aber die Geschäfte soll jemand anderes leiten. Der Herr Rehm zum Beispiel. Oder ich? Also ich glaube nicht, dass Marco Rehm wirklich eine Chance gehabt hätte. Warum dann die SMS? Ausdruck seines übersteigerten Selbstbewusstseins. Ach so. Herr Burger, wo waren Sie gestern Abend zwischen, sagen wir mal, 20 Uhr und 20.30 Uhr? In einer Sportbar. Feiern. Was hat es denn da zu feiern geben? Ich bin beim Marathon 48. geworden. Ich dachte, Sie waren nach dem Marathon völlig ausgepowert. Am Abend war ich wieder fit. Dass man dich auch einmal zu Gesicht kriegt. Ja, grüß dich, Hartl. Servus, Herr Hans. Was ist? Haben wir den Täter schon gefasst? Ja, wie soll denn das gehen? Ohne Ihre werte Mithilfe, Herr Polizeihauptmeister Mohr. Es gebe da ein Alibi zu überprüfen von Sebastian Burger. Ja, geht aber nicht. Das muss ein anderer Kollege machen. Weil ich habe Punkt 18 Uhr ein Meeting mit der Frau Maria, also mit der Frau Hofer und mit der Frau Daritz im Timescare. Ja, mein Gott, ist denn das Kapitel Daritz immer noch nicht abgeschlossen? Das kann ich nicht sagen. Es hängt ganz davon ab, wie unser Meeting verlaufen wird. Herr Mohr. Ja, genau. Das ist von der Frau Dr. Eckstein. Ja. Und das von der Spusi. Danke. Bitte. Hallo, Herr 80er. Ja, Frau Hofer, da bin ich nochmal. Ja, jetzt ist es aber bei mir gerade ganz schlecht. Soll ich später nochmal? Na, später geht's erst recht nicht. Da bin ich nämlich schon mit der Frau Daritz in Times Square verabredet. Ja, was ist denn nun mit der Frau Daritz? Also, sie denkt immer noch, dass ihr Konzept mehr oder weniger so umgesetzt wird, wie sie es uns vorgelegt hat. Was genau haben Sie denn mit ihr besprochen? Ja, dass das Ganze halt so teuer ist und dass sie an der einen oder anderen Stelle mit größeren Einschnitten zu rechnen hat. Frau Daritz besteht immer noch auf ihrer Lichtinstallation. Nein, das geht jetzt auf gar keinen Fall. Und ob sie das Times Square als Ersatz für den Feinkost Huber akzeptiert, das wird sich gleich entscheiden. Frau Hofer, da verlasse ich mich voll und ganz auf Ihr Verhandlungsgeschick. Sie machen das schon. Ach. Ja, Moment, und dann ist da noch die Sache mit dem Herrn Mohr. Hallo, die Verbindung ist jetzt gerade ganz schlecht. Hallo. Hallo? Herr 80er? Frau Dr. Eckstein schreibt, dass sie die Obduktion noch nicht ganz abgeschlossen hat. Warum? Weil sie sich über den genauen Tathergang noch nicht klar ist. Aber darüber, dass der Rehm ermordet worden ist, ist sie sich schon im Klaren. Ja, und zwar mit einem runden, bauchigen Gegenstand, wie zum Beispiel eine Flasche, die massiv genug war, dass sie bei dem Schlag nicht zu Bruch gegangen ist. Zumal der Täter ja zweimal zugeschlagen hat. Champagnerflasche. Wie kommen Sie jetzt darauf? Beim Jentsch im Büro sind mindestens 4 oder 5 Champagnerflaschen gestanden. Und jetzt glauben Sie, dass eine davon die Tatwaffe sein könnte? Kann man doch zur Spuse mal Bescheid geben. Schaut doch nichts. Der Kollege Steiner hat jetzt in dieser Sportsbar nachgefragt. Und der Sebastian Burger hat dort zwischen 19 und 23 Uhr mit Freunden gefeiert. Mit wem hat er gesprochen? Mit dem Wirt und einer Bedienung? Danke. Bitte. Ja, dann könnte es vielleicht doch sein, dass der Burger gar nichts mit dem Mord zu tun hat. Dass der Jentsch war. Nehmen wir mal an, auf dieser Dienstreise nach Wien ist doch was zwischen Frau Pohl und Herrn Rehm vorgefallen. Und Herr Dr. Jentsch hat das mitbekommen. Dann wird das sauer gewesen sein auf dem Rehm. Ja, ich rufe gleich mal die Spusi an, dass die sich den Shampoos im Büro von Herrn Dr. Jentsch vornehmen. Jetzt auch einmal. Teamwork? Das ist also das, was es morgen Abend geben wird. Ja, also das ist das, was ich vorschlagen würde. Ob es das so geben wird, das müsst jetzt ihr entscheiden. Und damit es nicht bei der trockenen Theorie bleibt, habe ich selbstverständlich was vorbereitet. Lilly, warst du so nett? So, das sind ja nur kalte Schnittchen. Canapés, Frau Daritz. Also ich habe gedacht, dass wir unseren Gästen etwas Besonderes bieten. Ein Menü zum Beispiel, geht das? Ja, das könnte man natürlich auch machen. Obwohl das ein ganz anderer logistischer Aufwand wäre, dann müsste ich vollkommen neu kalkulieren. Und es kostet nur wieder Zeit. Sie meinen Geld, hä? Ja, das sowieso. Ich schaue jetzt mal nach der Lilly. Da kommt ja der Herr Mohr.
Gute Damen. Herr Michi, haben Sie Ihre Recherchen abgeschlossen? Na, also abgeschlossen ist noch gar nichts, weil irgendwann ist auch bei mir Schluss, gell, Frau Daritz? Schauen Sie her. Und das ist das, was bis morgen möglich wäre. Sie wollen an einer Kellertür ein Schloss auswechseln, ja, das alles? Ja, mehr geht halt nicht in der Kürze der Zeit. Wir können aus der Musikakademie kein Fort Knox machen. Da ist ein Kommen, da ist ein Gehen. Das ist ja sehr beruhigend. Hm? Und was ist mit meinen Spots? Ich würde vorschlagen, jetzt verkosten wir erst einmal die Canapés. Herr Michi, Sie dürfen natürlich auch mitprobieren. Ach so, ja, das soll ich natürlich nicht nennen. So, Sie wollten doch noch mal mit Herrn 80er telefonieren. Ja, was hat der denn gesagt? Also, Frau Daritz, die Lichtinstallation, die können wir uns einfach nicht leisten. Was bleibt denn noch von meinem Konzept? Die Bilder, die sind doch eh das Wichtigste. Also so habe ich mir die Zusammenarbeit mit der Musikakademie nicht vorgestellt. Wollen Sie jetzt nicht mal eins probieren? Danke, mir ist der Appetit vergangen. Guten Morgen, Stockel. Guten Morgen, Hartl. Schau, der Bericht von der KTU. Ach, sehr schön, das sind ja lauter Internetadressen. Was hast du erwartet? Ja, Schriftwechsel, Briefe von Mandanten, Verträge, was man jetzt so macht als Wirtschaftsanwalt. Servus miteinander. Grüß dich, Stockel. Guten Morgen, Michi. Aha, ein Mohr. Wer war's? Meeting mit der Daritz? Oh, ein bisschen beleidigt war, so wie du, und dann ist abgekrascht. Wegen dir? Nein, also mehr so wegen der Gesamtsituation. Und dann haben wir nochmal so gescheit zum Essen gekriegt. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass ich wieder voll und ganz zu eurer Verfügung stehe. Wunderbar, dann schaust du jetzt bitte alle diese Internetseiten an. Ich möchte wissen, warum der Rehm in der Tat nach 2 Stunden lang im Internet geschäft ist. Ja, ist recht stuckig. Aber nicht an meinem Computer, weil den brauche ich halt ausnahmsweise einmal selber. Gut, dann gehst du mit zu mir. Du Hartl? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern mit Herrn 80er gesprochen. Der Herr 80er ist auf dem Juristentag in München. Ach, wie schade. Ich hätte mich mit ihm gerne über die Ausstellung in der Musikakademie unterhalten. Entschuldigung, darf ich fragen, wer Sie sind? Oh, pardon, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Forbach. Ach, Sie sind der berühmte Kunstkritiker Forbach. Sie kennen meine Besprechungen? Ich darf doch. Ich kenne eher den Terminkalender vom Herrn 80er. Da ist nämlich Ihr Name schon öfters aufgetaucht. Ich wüsste aber jetzt nicht, dass Sie heute einen Termin mit dem Herrn 80er hätten. Ja, eigentlich wäre ich jetzt auch bei der Wassergymnastik, aber das ist ein anderes Thema. Wann kommt denn der Herr 80er wieder? Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber wenn es um die Ausstellung in der Musikakademie geht, da können Sie auch genauso gut mit der Frau Hofer sprechen. Aha. Mhm. Ah. Moin, moin, die Herren. Moin. Herr Mohr ist wieder da. Hallo. Gut, merci, servus. War die Spusi. Auf einer von Jens seine Champagnerflaschen haben sie tatsächlich Spuren vom Opfer festgestellt. Das wundert mich gar nicht. Herr Mohr, was machen Sie da? Ich surfe im Internet. Ja, Recherche für Frau Daritz. Recherche für Herrn Hertel. KTU hat rausgefunden, was der Rehm in der Mordnacht im Büro noch gebracht hat. Ja? Er hat sich auf verschiedenen Webseiten hat er sich die Fotos vom Rosenheimer Marathon angeschaut. Das wundert mich gar nicht. Um so einen anderen Satz einer drauf. Wie wär's damit? Frau Pohl und Herr Rehm hatten auf ihrer Dienstreise in Wien ein Schäferstündchen. Deswegen die Spuren auf der Champagnerflasche. Ich weiß ganz genau, was gewesen ist. Der Jensch ist ihnen dahinter gekommen, er hat den Rehm gestellt, er hat die Nerven verloren, er greift zum Champagner und Zumpf. Und warum ist dann der Rehm noch mal extra ins Büro gefahren und hat sich die Beutel noch geschaut? Das weiß ich nicht. Ja, das ist einfach, Herr Kollege. Ihr wollt das ein gutes Abschneiden beim Marathon noch mal auskosten. Ich weiß nicht. Schau noch mal weiter, vielleicht findest du was Interessantes. Mhm. Schauen wir mal. Viel Glück. Okay. Ich hab dir deinen Lieblingskuchen gebacken. Ich dachte, du wolltest die Ausstellung absagen. Komm, jetzt setz dich doch mal her. Ich hab noch mal über alles nachgedacht. Du hast vollkommen recht. So kurz vor der Vernissage kann ich das nicht machen. Das wäre nicht fair gegenüber unseren Gästen, die sich auf die Bilder gefreut haben. Und es wäre auch nicht fair dir gegenüber, wo du mir in den letzten Tagen und Wochen so geholfen hast. Stimmt. Aber dafür bekomme ich den weltbesten Käsekuchen. Du Schmeichler. Du, denkst du an den neuen Anzug und an die Krawatte? Hm? Muss ich wirklich mit zu der Vernissage? Unbedingt. Heute Abend brauche ich einen starken Mann an meiner Seite.
Dann sind Sie also extra wegen der Vernissage in Rosenheim? Genau genommen bin ich auf der Flucht. Ich mache gerade eine Kur in Bad Aibling, der Rücken. Seit 2 Wochen. Nichts als Moorbäder und albtraumhafte Kunst an den Wänden. Oh mein, gleich so schlimm? Nichts gegen das schöne Voralpenland. Aber wenn's die Gattin vom Klinikchef malt, ich hoffe, Ihr Künstler hat nicht den gleichen Aquarellkurs besucht. Da kann ich Sie beruhigen, Herr Professor Vorbach, den Chiem, Sie kriegen's bei uns nicht zu sehen. Alles Weitere sollte Ihnen dann vielleicht die Frau Daritz erzählen. Sie hat nämlich den Anstoß zur Ausstellung gegeben. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt, zwischen mir und Marco lief nichts. Trotzdem waren Sie um 22.30 Uhr in Herrn Rehms Zimmer. Woher wissen Sie das? Vom Zimmerservice. Wir haben uns erlaubt, in Ihrem Hotel in Wien mal nachzufragen. Ein Champagner hat's ergeben. Den habe ich nicht angerührt. Ich war stinksauer auf Marco. Warum? Weil er Sie verführen wollte? Weil er mich erpressen wollte. Marco rief mich an, weil er angeblich was mit mir besprechen wollte. Angeblich? Ja. Das war nur ein Vorwand. Genauso wie er den Champagner nur bestellt hat, damit so aussieht, als ob wir was miteinander hätten. Und warum hätte er das tun sollen? Marco wollte, dass ich mich für ihn bei Herrn Dr. Jentsch verwende. Wegen dem Job als dessen Nachfolger in der Kanzlei? Ja. Er sagte, wenn er den Job nicht kriegt, kriege ich auch nicht Herrn Dr. Jentsch. Sie meinen, daheim wollt ihr Hochzeit platzen lassen? Ja, indem er rumerzählt, wir hätten was miteinander. Und durch das, was in Wien passiert ist, oder vielmehr nicht passiert ist, hat Herr Rehm sie in der Hand. Und da haben sie dann zum Champagner gegriffen. Ich sagte doch, ich habe den Champagner nicht angerührt. Ich meine nicht den Champagner aus Wien, ich meine den Champagner aus dem Büro von Herrn Dr. Jentsch. Verstehen Sie, was er meint? Er meint, Herr Rehm wurde mit einer Flasche Shampoos erschlagen. Und die haben wir im Büro von Herrn Dr. Jentsch gefunden. Hm? Ich war das nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Frau Dr. Eckstein. Ja, es darf mich interessieren, wie die Geschichte weitergegangen ist. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie aus Wien zurück sind? Gar nichts. Und was hätten Sie denn gemacht, wenn der Herr Rehm seine Drohung wahrgemacht hätte? Ich hätte Wolfgang, Herrn Dr. Jentsch, erzählt, wie es wirklich war. Und Sie meinen, der hätte Ihnen geglaubt? Ja. Herr Kollege. Was sagt denn unsere Frau Dr. Eckstein? Dass sie mittlerweile weiß, wie der genaue Tathergang war. Ah, ja. Der Täter hat nicht nur zweimal zugeschlagen, er hat zwischendrin auch noch das Tatwerkzeug gewechselt. Der erste Schlag war mit einem kantigen Gegenstand und erst der zweite war mit der Champagnerflasche. Das macht es nicht gerade einfacher, oder? Vielleicht sollte der zweite Schlag ja den ersten überdecken. Deswegen hat Frau Dr. Eckstein auch so lange gebraucht, um die Obduktion abzuschließen. Vielleicht hat der Täter gestritten mit ihm und dann im Affekt zugeschlagen und dann hat er sich überlegt, wie er wieder rauskommt. Lässt die eigentliche Tatwaffe verschwinden und schlägt ein zweites Mal zu mit dem Shampoos. Den er im Jentsch ins Büro stellt, dass es ihm in die Schür schiebt. Und da Frau Pohl Herrn Dr. Jentsch lieber vor dem Traualtar sehen will als im Gefängnis, war es vielleicht doch unser Herr Burger. Und Michi, wie schaut's aus? Stuckli, da sind so viele Fotos von dem Marathon. Wieso? Der Herr 80er hat angerufen, du möchtest bitte in die Musikakademie kommen, weil die Frau Daritz dort einen kleinen Umtun macht. Ich mit der Daritz. Nein, seid für alle, die da halt bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben. Das geht nicht, ich kann da nicht weg. Schaust heute, dass du fertig wirst. Ach komm, das kann ich gar nicht sein. Ach, und Sie glauben erst mal, Herr Burger? Naja, Herr Burger sagt, er war zur Tatzeit an der Sportbar, um sein gutes Abschneiden beim Marathon zu feiern. Hm? Könnte aber gut sein, dass er von da für eine halbe Stunde weg ist, um hierher in die Kanzlei zu kommen. Ja, es kommt zum Streit. Herr Burger schlägt Herrn Rehm, verstehen Sie? Und kehrt zu seiner Gesellschaft zurück, ohne dass dies jemandem groß aufgefallen wäre. Warum? Wo ist denn das Motiv? Könnte es sein, dass der Herr Burger einen lästigen Konkurrenten um Ihre Nachfolge hat loswerden wollen? Also Herr Burger ist nicht der rechte Typ, um für die Karriere über Leichen zu gehen. Außerdem war Herr Rehm nicht wirklich geeignet für den Job. Warum hat er sich dann trotzdem Hoffnung gemacht? Ja, vielleicht, weil ich gezögert habe, Herrn Burger sofort zu meinem Nachfolger zu erklären. Mir schien, er habe nicht den rechten Biss. Ach so. Aber als Herr Burger bei dem Marathon noch besser abgeschnitten hat als Herr Rehm, da haben Sie das anders gesehen.
Ja, ich muss zugeben, er hat mich erstaunt. So viel Disziplin und Willensstärke habe ich ihm nicht zugetraut. Michi? Ah, das ist immer interessant. Wo bleibt denn nur Professor Vorbach? Der wird schon kommen. Und wie soll ich ihm jetzt erklären, dass die Ausstellung weit unter ihren Möglichkeiten geblieben ist? Isolde, du wirst schon die richtigen Worte finden. Na bitte, da kommt er ja. Grüß Gott, die Herrschaften. Herr Professor Vorbach, es ist mir eine Freude, Sie bei uns begrüßen. Servus, grüß Gott. Oh mein Gott, der hat sich die Ausstellung ohne mich angeschaut, ohne ein Wort der Erklärung. Das wird eine Katastrophe. Sind Sie Frau Daritz? Also, ja. Also, meinen Glückwunsch zu dieser außerordentlich gelungenen Ausstellung. Die Schlichtheit der Präsentation. Der klare Blick auf die Bilder, einfach genial. Sie müssen mir unbedingt mehr über diesen Künstler erzählen. Ja, jetzt ist doch noch mal alles gut gegangen. So, Herr Burger. Das ist das letzte Foto, das sich der Herr Rehm in der Tatnacht umgeschaut hat. Und danach hat er Ihnen die SMS, wer zuletzt lacht, lacht am besten geschrieben. Damit wollte er Ihnen sagen, dass er Sie erwischt hat. Sie haben beim Marathon betrogen. Sehen Sie? Ein anderer Läufer mit Ihrer Startnummer. Und weil der für Sie gelaufen ist, haben Sie sogar abgeschnitten. Sie waren bloß am Anfang und am Schluss dabei. Und weil er eben das rausgefunden hat, muss der sterben. Ich wollte nur Dr. Jensch beeindrucken. Aber Marco wollte die ganze Sache an die große Glocke hängen. Drohte mit einer Anzeige. Meine ganze berufliche Existenz stand somit auf dem Spiel. Da haben Sie die Nerven verloren? Und den Champagner genommen. Wenn das so ist, Herr Burger, dann sind Sie vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Marco Rehm ermordet zu haben. Ulrich, abführen bitte. Herr Burger, kommen Sie bitte mit. Na, Herr Mohr, gute Arbeit. Okay. Darauf sollten wir einen trinken. Na, das geht nicht. Ich muss gleich wieder in die Musikakademie. Nach Feierabend, das geht aber gar nicht. Nicht zum Arbeiten, zum Feiern. Mit Frau Daritz. Dann hat es unseren Segen. Ja.